Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Cloud. Ja, nachdem der letzte Part etwas Überlänge hat und wir damit Ebene 14 abgeschlossen haben, geht es jetzt hier ganz normal weiter und ich habe in der letzten Folge vergessen zu speichern. Macht nichts, dann machen wir das jetzt noch hier schnell. Gut. Jetzt gucken wir erstmal in der Mondfabrik, weil da gibt es nämlich ein Ereignis. Und zwar bei dem... Und wir haben diesen Adlerkopf. Und der ist da. Wir können das anordnen. Oh Gott. Kein Platz mehr. Wir haben zwei Ereignisse. Oh Gott, wo soll das alles hin? Wir haben gar keinen Platz mehr hier. Genau, mitten in der Mitte. Auch ein Ereignis. Uiuiui. Jetzt geht's bald ab hier. Doch schließen wir jetzt die Fabrik etwa ab. Das Ding. Nee, das nicht. Das ist ein Charakter. Nee. Antrieb des Riesen. Ah, ist ein Rad. Okay, haben wir noch nicht. Nee, wir schließen es noch nicht ab. Das Ding. Das. Und das. Wow. Ja, ich pack das mal irgendwo hin. So, hier ist ein Charakter. Oh, wir haben sogar drei Ereignisse. Okay, zu lang trödeln. Da rein. Da rein. Ups. Na, und da rein. Wow, alles auf jeden Fleck. Okay, jetzt fehlt nur noch... Ey, fehlt nur noch ein Teil. Ernsthaft? Fehlt noch ein Charakter. Oh, tatsächlich. Wow, wir haben es fast geschafft. Cool. So, Moment. Wo ist jetzt Ereignis? Da, bei Tyler HD. Okay, jetzt heißt wieder Lesestunde. Juhu. Das ist Osmund. Das ist der Teil, der an den Kopf des Sonnenriesen kommt. Cool, oder? Ach, ich weiß, wie ich gesprungen habe. Schlupperautomäßig. Oh, pass auf, dass du dich nicht... was? Dass du nicht ausrutschst. Boss! What? Ich hab die Karten, um die du mich gebeten hast. Gut gemacht. Bam. Ach, das ist der Boss? Okay. Los, Daniel, komm runter. Eintrittskarte? Für was? Oh, bestimmt für den Enddings. Jetzt können wir die Arena, in der der Wettkampf stattfindet. Hey, es dauert nur noch wenige Momente, dann erstürmen wir das Kolosseum. Also nichts wie los. Machen wir uns dran, hä? Au. Erstmal Handschlag. Ja. Genau das dachte ich mir jetzt auch. Genau das gleiche. what? Das nächste Ereignis. Das ist Gotch. Gerade zurück. Ah, gut. Schade, aber das heißt noch nicht, dass wir den Sonnenriesen abschreiben müssen. Wir bauen ihn wieder zusammen und versuchen es nochmal. Was ist denn? Stimmt was nicht? Tut mir leid, aber ich ziehe mich von diesem Projekt zurück. Entschuldige mich bitte. Was? Wie kannst du nur? Warum? Eine Sekunde. Achso, das ist ja Osmund. Es ist ein gefährliches Vorhaben. Aber willst du denn keine Abenteuer erleben? Möchtest du kein Held sein? Hä? Held? Ich... What? Held? Klingt nicht schlecht.
Okay, Weihwasser, da drinne, da ist noch eine Truhe. Oh, ihr seid frischer Donut. Das heißt, wir können unsere Abwehr wieder erhöhen. Ah, bam. Ein Haufen Kisten, Mensch. Meine Güte, erstmal das Einsammeln hier. Paradiesfrucht. Steinbrecher. Feuer. Ah, das ist noch ein Ereignis. Warum ist der Sonnenriese in Stücke gebrochen? Ja, als Frage. Er sah so perfekt aus. Verstehst du denn nicht? Natürlich hatte der Sonnenriese keine Mängel. Aber eine Sache haben wir übersehen. Übersehen? Was denn? Die Energiequelle. Es war unvorsichtig von uns, ihn mit einem normalen Zauberstein bewegen zu wollen. Das Einzige, was diesen Koloss bewegen kann, ist die Sonnenkugel. Ein sagenumwobener Gegenstand, der nur alle 10.000 Jahre von der Sonne hervorgebracht wird. Oh. Stärketrank? Wow, was ist hier los? Fischgebäck ist für Lilly. Da ist noch... Oh, das ist ein Haufen Kisten. Leistungspulver. Nice. Paradies... Oh, Sauerei. Jetzt geht's los hier. Große Heilkraft. Okay, das ist was für alle Statusse. Windstein. Anti-Gift-Amulett. Hab ich gerade noch eine gesehen? Ne, hier nicht. Da hinten ist noch eine. Graskuchen. Upsala. Da drüben ist noch eine. Boah, Mann. Die ganzen Kisten. Heilig. Noch ein Ereignis. Da ist noch eine Kiste. Keine Angst, die Folge besteht nicht nur aus Dialekten. Dialogen. Nicht Dialekten. Dialogen. Hm? What? Hä? So, und das jetzt? Ups. Sind wir plötzlich hier oben? Hä? Hexenparfait ist... Oh mein Gott, ein Haufen Abwehr wieder Dings. So, also... Fisch ist Lilly. So. Dann Graskuchen ist Goro. Und Ruby ist genau Hexenparfait. Upsala. Wollen jetzt noch die Innekiste. Da hinten. Da ist noch eine. Skorpionwurst. Achso, das ist für. Und Gaga für die Abwehr. Noch irgendwas? Da ist noch eine Kiste. Kürbisflasche, noch eine Kiste. Auf den ersten Blick sehe ich zwar keine mehr, aber... Nee. Aber es war genug Kisten gesammelt. Okay, Daniel kriegt noch... Oh, noch mehr Wasser. So, ups. Hä? Ist doch Paradiesfrucht. Ische, was? Zu viel? What? Ruby kann bloß 140 HP haben. Was ist denn Mist? Hä? Okay. Ah, noch mal Wasser, oder? Ja.
Richtig aufpushen. So, jetzt speichern wir erstmal. Und dann können wir anscheinend in die vorletzte Ebene, oder? Ja. Was? Es ist schon der letzte Kolosseum. Moment, da fehlt doch noch was, oder? Stopp, Moment, kurz gucken. Raus. Ja, wir haben Luftpulver. Ja, hier fehlt doch noch was. Wichtige Teile. Antrieb des Riesen. Oder habe ich irgendwo eine Kugel vergessen? Komisch. Ach, ist doch noch ein Ereignis. Okay, machen wir das auch noch. Irgendwas fehlt doch noch. Wer ist das denn? Räuber oder sowas ähnliches. Wir wurden nicht gesehen. Puh, sehr gut. Von wem? Hä? Hm? Ach, Osman wieder. Boon, du denkst doch nicht ans Weglaufen, oder? Kriegst wohl kalte Füße, was? Oh nein, nein. Bestimmt nicht. Lauf doch weg, wenn du willst. Ich meine, ein Feigling wie du kann den Sonnenriesen ohnehin nicht bewegen. Tschüss. Toll. Warte auf mich. Boss. Dip. Okay. Angriff plus 2. Yes, das ist sehr gut. Ach, wir haben ja ein Leistungspulver. Ach komm, das verbraten wir gleich. Trotzdem fehlt immer noch was. Warte, Moment, stopp. Ja. Ich glaube, ich habe schon eine Kugel vergessen. Okay, dann mal schnell zum Mondmeer und gucken, wo noch eine Kugel ist. Kann sein, dass ich eine vergessen habe.
Nicht? Müssen wir doch in dieses Kolosseum. Damit der letzte, damit das letzte Dings... Ach ja, stopp, das müssen wir beim Kolosseum gewinnen, das letzte Ding. Oder so. Oder irgendwie, keine Ahnung. Auf alle Fälle, ja. Achso, den Quatsch mal an. Entschuldigung, Entschuldigung. Was, ohne Karte? Ja, ja. Ist klar, okay, Moment. So. Karte, Karte, Karte. Da, bitteschön. Karte erhalten, du kannst ins Kolosseum. Ich werde das Tor öffnen. Ja, mach, komm. Hereinspaziert. Es hat schon angefangen. Yes. Danke. Tschüss. Oh Gott, was passiert jetzt? Kommt wieder ein Duell? Ach du Schande, was ist das für ein Boss? Müssen wir den so bekämpfen oder in der Duellart? Hilfe, was ist das für ein Bulle? Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder ein Sieg. Minotaurus. Joe hat bereits 38 Gegner in Folge geschlagen. Gibt es noch ein Geschöpf dieser Welt, das bereit ist, sich dem Zorn dieser Naturgewalt auszusetzen? Ah, da haben wir sie. Neuer Herausforderer. Herausforderer. Sieht nach einer bunten Truppe aus, aber in ihren Augen lodern wütende Flammen. Kandidaten, lasst den Kampf beginnen. Sind die verrückten, mutigen Herren bereit zum Kampf ihres Lebens? Daniel, in diesem Wettkampf geht es um die Sonnenkugel. Diesen seltenen Gegenstand brauchen wir unbedingt, um den Sonnenriesen fertigzustellen. Das ist das Ding. Gewinnst du dieses Duell, gehört sie uns. Anscheinend ist nur dieser eine Kämpfer übrig. Wenn du ihn schlägst, haben wir es geschafft. Kein Problem, oder? Ah ja, es ist dieses Aktiv... Nee, es ist dieses... Was ist mit diesen Knöpfen? Also Jungs, jetzt oder nie, seid ihr bereit, vor euren Schöpfer zu treten? Hey Jungs, bereit? Und? Ist das das... Ja, ist das das... Das... Nun zum 39. Kampf. Junge Männer riskieren ihr Leben im Kampf gegen diese unbändige Macht. Fertig, los! Und? Ist das das... Bitte sei das. Bitte, bitte mach dieses Aktiv-Dings, dann kann ich wenigstens drücken. Du zuerst, Daniel. Hä? Was? Wie? Wenn es zu hart wird, kann ich übernehmen. Oh nein, es ist so ein Boss. Scheiße. Also so ein Kampf. Dings. Och. Wie soll man denn den besiegen? Kann man den irgendwie angreifen? Wow. Hä? Weinkrug? Wow. Wow. Hä? Ah! Hilfe! Schau, muss die Dinger kaputt machen, oder? Ich weiß es nicht. Ich hab gegen die noch nie gekämpft. Ey! Was ist da anfällig? Wow! Nee, der macht sich stark mit diesen Dingern! Au! Oh, ein Schlag kaputt! Oh, scheiße. Alter, geh weg, Mann. Ach so, wenn der gerade trinkt, kann man den angreifen. Ah! Alter, Mensch! Mädels, Jungs, nicht sterben! Nicht sterben gehen.
Anscheinend, wenn er gerade trinkt, dann kann man den angreifen. Da! Ach, shit, ja, wenn der trinkt, kann man den angreifen. Okay, Moment. Transfeder, so, jetzt erstmal wegrennen. Ah, das ist wieder stärker. Ah. Weg da. Genau deswegen. Ah! Okay, ich hab's rausgefunden. Gut. Ah. Nein! Wow, das war knapp. Okay, ganz ruhig. Die Kamera sich immer so scheiße drehen würde. Nee, der macht nur. Da muss ja, da muss so eine Weinkrug kommen. Komm, hier, nimm. Boah, wie viel Leben hat der? Komm her, hier ist noch Weinkrüge. Los. Los. Komm her. Ja, nimm. Okay, so ist der Kampf eigentlich einfach. Ja, die jubeln, die jubelnden Zuschauer. So. Komm hier, komm her, ja, komm. Oh, das war jetzt knapp. Der hätte mich jetzt beinahe erwischt. Na komm. Jawohl! Bam! Der letzte Schlag. Ach, juhu! Ups. Endlich ist die erschütternde Macht des großen Minotaurus Joe gebändigt. Er ist besiegt. Er hatte einen Rekord von 38 klaren Siegen in Folge. Neuer Champion des Kolosseums ist... das stählernde Monster Meister... Ey, stählernde Monster Meister Daniel. Yay. ja, danke für diesen... Namen für diesen Ausdruck. Der stehlende Monster. Ey, Daniel ist kein Monster. Juhu! Komm, bis jubeln. Aua. Jubelt alle mal. Gibt es eine tapfere Seele, die sich diesem jungen Helden stellt? Nein. Daniel ist zu stark. War ganz einfach, was, Daniel? Ja, auf alle Fälle. Aber erst nachdem man es rausgefunden hat, wie es geht. Also, her mit der Sandkugel. Hui! Also, nachdem man es rausgefunden hat, wie es geht. So. Gut, und jetzt zurück nach Gelbstein. Okay. Jetzt haben wir eigentlich alles geschafft. Also von dem Ort. Jetzt können wir den Sonnenriesen fertigstellen. Warum baust du ihn nicht eigenhändig zusammen? Mhm. Mit so einem Grinsen im Gesicht. Wow, ein Riesending. Ja, und jetzt dürfen wir noch die Kugel einfügen, oder was? Ja, wir haben kurze Verschnaufpause. Das ist schön. Da können wir mehr speichern und noch einen Cut machen. Ja, okay. Also dann. Bis zum nächsten Mal.